Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Sag mal Philipp, wie wird man eigentlich Arzt? Tja, und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich den Unfallchirurgen Panayotis Karachalios in seiner Praxis in Düsseldorf besucht. Bevor er seine eigene Praxis gegründet hat, war er lange Zeit Oberarzt an der Düsseldorfer Uniklinik und er ist sogar der Ringarzt bei Octagon MMA, der größten europäischen Kampfsportorganisation. Für den Fall, dass ihr neu auf diesem Kanal seid, moin, mein Name ist Philipp, ich bin Moderator bei Octagon MMA und in diesem Podcast geht es darum, wie Leute ihr Hobby oder ihre Kernkompetenz zum Beruf gemacht haben. Deswegen habe ich mich mit dem Arzt mal unterhalten, wie er das genau geschafft hat, was es alles braucht, um das Medizinstudium erfolgreich durchzuziehen und was er alles für krasse Erlebnisse sowohl als Unfallchirurg wie auch als Ringarzt im MMA hatte. Und jetzt viel Spaß beim heutigen Podcast. Gerne, herzlich willkommen. Das ist schön, dass du hier bist. Wir kennen es schon seit einiger Zeit zwar, aber zum ersten Mal sitzen wir hier in der Konstellation auf gemütlich. Ja. Auf gemütlich auf jeden Fall, das ist schön. Für die Zuschauer, die dich noch nicht als Ringarzt von Octagon kennen, stell dich doch mal ganz kurz vor, was sind so deine Kerngebiete als Arzt und wie ist so der heutige Status quo? Okay, also mein Name ist Panayotis Karachalios, das ist ein langer Name, das ist ein griechischer Name. Die Abkürzung ist Jotti einfach, die Leute kennen mich darunter. Hatte die Geschichte, dass wir zwei Panayotis in der Klasse waren, in der Schule früher, damit man es auseinanderhalten konnte. Ich hieß der eine Pana und der zweite Jotti. Okay. Und ich war halt der Zweite. Also hat sich das etabliert mit dem Jotti halt einfach. Ne? Ja, ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und bin seit 2019 ein niedergelassener Arzt in Düsseldorf, in einer wunderschönen Praxis hier. Und bin halt hat jahrelang in Krankenhäusern gearbeitet, habe meinen Werdegang, also ich habe an sich in Düsseldorf studiert, hier in Düsseldorf in der Uni und dann verschiedene Stationen in Krankenhäusern abgeleistet, die man so durchführt als Arzt, um einen Facharzttitel zu bekommen, um eine Facharztbezeichnung zu erlangen. Und dann muss man verschiedene Stationen abklappern, Erfahrungen sammeln und irgendwann so noch eine Prüfung antreten, die man nach den zig Prüfungen davor. Und ja, dann hat man eine gewisse Kompetenz ereignet, um selbstständig als Arzt tätig zu sein. Da war ich halt von Krefeld nach Wuppertal, von Düsseldorf nach verschiedene Stationen durcherlebt. Und jedenfalls zuletzt war ich als Oberarzt tätig hier in Düsseldorf im Krankenhaus, im Akutkrankenhaus, als Oberarzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie. Und da habe ich halt alles erlebt, was man als Notfälle so haben kann in der Unfallchirurgie, von Autounfällen bis hin zum kleinen Wunden bis extremeren Sachen, sagen wir mal, bis hin zur Amputation, also alles schon erlebt, alles schon operiert eigentlich. In den 3 Jahren, das war schon Hardcore-Zeit, muss man sagen. Krass. Ja, deswegen sind natürlich, kann man, viele fragen mich, ja, das sind ja krasse Verletzungen, die du erlebst im MMA und so weiter. Aber natürlich so, das wahre Leben ist viel schlimmer, glaub mir. Ja. Was man da erleben muss und behandeln muss, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das schreibt doch keiner. Keine Geschichte, kann er sowas jetzt erfinden, sag ich mal. Aber es ist halt so, wie es ist. Jedenfalls, ich bin, wie gesagt, hier seit 2019 irgendwann niedergelassen, beziehungsweise eingestiegen in eine bestehende Praxis, Gemeinschaftspraxis mit meinen zwei Kollegen, Dr. Blüm und Dr. Faeser. Und die kenne ich aus dem Studium schon her und reingestiegen und haben einen zweiten Standort aufgemacht. Das ist an anderer Stelle in Düsseldorf. Das ist der zweite Standort und irgendwann haben wir die dritte Praxis aufgemacht. Wir haben mittlerweile fast 10 angestellte Ärzte. Also es ist ein kleines Unternehmen geworden mittlerweile und wir sind stolz drauf, dass dieses Baby immer mehr wächst und wir diesen Prozess einfach begleiten können. Halt, ne? Ist auch eine spannende Reise, die du jetzt machst, weil du jetzt nicht mehr nur, also nur in Anführungszeichen Arzt bist, sondern jetzt halt eben auch Unternehmer bist. Da werden wir auf jeden Fall auch noch gleich mal drauf zu sprechen kommen. Richtig. Was mich jetzt auch mal interessiert ist, wenn du anfängst, du fängst ja mit dem Studium an und Medizinstudium ist bekanntlich hart. Vielleicht kannst du da mal so ein paar Erfahrungswerte aus deiner Studienzeit mit uns teilen, wie man so ein Medizinstudium am besten meistern kann, vor allem für die jungen Leute da draußen, die das natürlich interessiert. Ja, also wie beginnt man sowas? Natürlich, die Schule muss natürlich stimmen, ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist wie in jedem Job. Arbeit schlägt Talent, wie es immer heißt. Ja. Harte Arbeit zahlt sich immer aus und Disziplin vor allem. Ob das jetzt auch wirklich ist, ob das im Kampfsport ist, ob das tägliche Training oder eben der Schule ist oder im Studium. Wenn man nicht übt, kommt nichts dabei raus. Man kann nicht erwarten, rauszukommen und hallo, ich bin da, Leute, Welt, umarmt mich. Man muss, ne, man muss aktiv auf diese Sachen rangehen. Das ist das Gleiche, ob es in der Schule ist oder im Studium. Man muss halt seinen Arsch hinsetzen, man muss lernen, man muss seine Ziele verfolgen.
dein Bestes geben. Nicht immer erreicht man diese Ziele, aber oft ist ein Erfolg damit verbunden, wenn man wirklich rein gewissens sagen kann, ich habe echt alles dafür getan, um dieses Ziel zu erreichen. Das gilt für die Klausuren in der Schule, für das Abitur, für das Studium, die Prüfungen, alles ist inbegriffen. Jedenfalls, guten Notendurchschnitt braucht man leider, um Medizinstudium durchführen zu können, beziehungsweise teilweise gibt es auch angepasste Modelle. Man muss nicht zwingend als Arzt tätig sein. Es gibt auch diese angepassten Berufszweige mittlerweile, wo man eben auch ärztliche Tätigkeiten übernimmt, aber nicht komplett als Arzt gilt. Ja. Aber man ist schon in diesem Heilberuf tätig. Aber nochmal zurückkommen drauf, man braucht das Abitur, eine gute Note, ein Einserschnitt, meistens ist es notwendig, um aufgenommen zu werden. Und dann, wenn man aufgenommen wird, dann kommt natürlich die Zeit der Universität. Eine schöne Zeit, erinnert man sich gerne dran. Teilweise harte Zeit, aber partyreiche Zeit auf jeden Fall. Also das gehört halt dazu, das muss man auch erleben. Das macht auch Spaß. Aber es prägt auch den Charakter natürlich, mit den Menschen austauschen dort, Leute kennenlernen auf verschiedenen Gebieten, verschiedenen Interessen, auf einem gewissen hohen Level schon an Intelligenz auf, die man da trifft. Nicht immer, aber... Oh je. Also man muss intelligent sein, um zu studieren. Also man muss fleißig sein, das darf man nicht vergessen. Und leider ist es in der Medizin so, dass viel auswendig zu lernen ist, leider. Also man muss halt nicht immer der Schlauste sein, um auswendig zu lernen. Und das ist halt ein Ding, was man immer bemängelt hat in der Vergangenheit, dass dieses Studium eben zu monoton ist einfach. Ne? Einfach stupide Texte runterrattern können, das kann auch ein PC erledigen im Endeffekt. Ne? Da braucht man kein denkendes Menschen. Mittlerweile kann ein PC das, ja. Ja, ist das so. Aber man muss schon die Leidenschaft dafür haben, auf jeden Fall haben. Die Leidenschaft zu haben, Menschen helfen zu wollen, das darf man nicht vergessen, weil im Endeffekt, ich habe viele Berufsgruppen erlebt und kennengelernt in meinem Leben, auch viele erfolgreich, ob das jetzt Autoverkäufer waren, Handyverkäufer, IT oder sonst irgendwas. Die meisten tendieren schon und sind eher neidisch auf mich, nicht persönlich, auf den Arzt, sage ich mal, nicht unbedingt den Status, den man hat. Okay, was ist das für ein Status? Sondern, ja, man hat ja schon einen gewissen Status in der Gesellschaft. Man ist irgendwie... bei diesen Darlehen, sage ich mal. Alle wollen mit dem Arzt immer gut sein, weil man weiß ja nie, wozu man ihn gebrauchen kann. Ja. Das Gleiche gilt über den Kfz-Mechaniker auch und den Anwalt auf jeden Fall. Ja. Steuerberater auch. Da braucht man einen ähnlichen Status. Ja. Ja. Aber man darf natürlich nicht vergessen, die höchste Zufriedenheit im Endeffekt hat man, wenn man Dankbarkeit erfährt. Und zwar von Menschen. Ob du jetzt als Krankenpfleger unterwegs bist oder als Arzt, das ist ähnlich, sage ich mal. Du hilfst aktive Menschen, du erfährst diese Dankbarkeit von menschlichen Wesen. Ja. Was anderes ist, wenn man ein Trader ist und jeden Tag die Zahlen sieht, ich habe mir noch 1 Million gewonnen, schön für dich, aber dieses Gefühl, Menschen zu helfen, dieses Dankbare zu sehen, wenn du gerade den Schmerz genommen hast, das kann man nicht vergleichen. Und das Höchste dieser Gefühle ist halt erlebt man als Arzt, die Dankbarkeit, die man bekommt, weil man direkt helfen kann einfach. Und das ist eben, das sollte immer die Kernidee sein, des beruflichen Werdegangs eines Arztes. Die Menschlichkeit muss immer im Vordergrund stehen. Ja. Klar gibt es finanzielle Sachen und Ehrgeiz hängt hinterher, aber ich habe das erlebt von Krankenhäusern, von Praxen. Teilweise Ellenbogengesellschaft, teilweise Kollegen unter sich streiten sich und versuchen dem anderen irgendwie die Operation zu nehmen, damit man seinen Katalog füllen kann und so. Das sind alles so... unkollegiale Sachen, selten, aber die gibt es auf jeden Fall auch in dieser Branche. Aber wie gesagt, im Studium bleibt dabei, hab dieses Ziel vor Augen. Klar weiß man natürlich nicht von Anfang an, was man werden will. Es gibt ja zig Möglichkeiten, als Arzt tätig zu sein. Ja? Ja. Ob dann ein Internist wird oder ein operativ tätiger Arzt wird. Wenn man einen Vergleich hat, das ist wie gesagt so... dieses internistische Dasein, Internisten sind meistens so die Streber in Anführungsstrichen, die Chirurgen sind eher die Macher. So. Ja. Ja, das ist so, ist auch die Luft ein bisschen schroffer und der Ton auch ein bisschen härter, sage ich mal, im OP, verglichen zu den Internisten. aber dafür wissen die Internisten mehr. Also es ist ja so, ne, es gibt halt Klischees, die man dann bedient, aber die stimmen teilweise leider stimmen die Treppen zu, besser gesagt. Man wird im Laufe des Studiums verschiedene Stationen abklappern und dann kann man sehen, zu welchen Typen man neigt, zu welchem Fach man neigt, was einem mehr Interesse zuspricht, ob das jetzt eine Augenheilkunde ist oder ob das wirklich was Operatives ist an den Gelenken, ob das eine bauchchirurgische Sache ist oder was anderes. Jedenfalls, man führt das Studium durch und dann ist natürlich aber noch lange nicht alles vorbei. Also in der Zeit halt habe ich erlebt, also während ich noch gerade das Studium beendet habe, andere haben schon Geld verdient.
und teure Urlaube gemacht und weggefahren, die Welt kennengelernt, musste ich halt im Krankenhaus erstmal als Assistenzarzt beginnen. Ja. Das war natürlich die härteste Zeit von allen, Assistenzarztzeit. Okay. Weil du wirst einfach ausgebeutet. Ja? Also ausgebeutet bis zum Ende. Es gibt maximale Hierarchie, also Militär und Medizin ist ähnlich, was die Hierarchie angeht. Da ist ein Chefarzt, der sitzt oben und alles andere kommt runter. Man versucht das zu verändern, man passt sich schon in den sozialen Strukturen mittlerweile an, aber zu meiner Zeit war das auf jeden Fall so, pure Hierarchie. Das heißt, du hast mich vorhin gefragt, ein lustiges oder krasses Erlebnis in meiner Laufbahn. Ist mir eingefallen, will ich nicht vergessen, in der Mineck in Uni Düsseldorf, da gab es eine Visite. Also ich war damals im praktischen Jahr. Also man macht, das ist das Studium 6 Jahre lang. Das letzte Jahr ist man schon in der Klinik tätig und hilft den Assistenzärzten dort. Also im Endeffekt kann man Blut abnehmen oder Unterlagen sammeln und so weiter und so fort. Jedenfalls. Ja. Ich war dann auf Station und dann rannte der Assistent auf mich zu und sagte, was machst du denn hier? Ich so, ich arbeite hier, was soll ich machen? Geh bloß weg, der Professor, der hasst PJler, der will keinen auf der Station sehen. Ich so, geh schnell was essen. Ich musste verschwinden von der Station. Oha. Der wollte den nicht sehen. Okay, krass. Und dann habe ich mitbekommen, wie die Visite bei dem ablief. Muss ich vorstellen. Professor so und so, macht die Tür auf, die Mädels, die Damen dürfen zuerst reingehen, und dann kam er ran und danach 20 Menschen, die sich um den Patienten gesammelt haben, und dann ging er hin, hat seine Hände geöffnet, und da kam der Assistenzarzt, musste die Akte aufmachen, auf seine Hände drauflegen. Nein. Er guckt sich die Werte an, aha, klack, und dann lässt er die Akte fallen. Und der Assistenzarzt muss dann die Akte auffangen, unter ihm. Solche Situationen gab es. Und das ist kein Einzelfall. Ja? So war die Luft damals. Oha. Und weh, du hast irgendwie deinen Mund aufgemacht oder irgendwas gesagt. Du wurdest in den Boden unangespritzt gerammt. Ja? Entweder passt es oder passt es nicht. Mhm. So. Und ähnliche Beispiele zigmal erlebt, auch selber als Assistentarzt, ob du dann, da wurdest auch mal zusammengepfiffen, teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt. Viel erlebt, viel gemacht. Jedenfalls, man entwickelt sich irgendwann mal als Person, als Arzt auch. Mhm. Und irgendwann kommt man zum Ziel. Aber jedenfalls, seid fleißig auf jeden Fall. Verliert das Ziel nicht voller Augen. Es ist ein schöner Beruf. Man kann dich extrem vielfältig entwickeln. Ja, von allen Sparten. Ob das jetzt, wie gesagt, ein Internist ist, ein Hausarzt ist, der einfach den normalen Omas um die Ecke hilft. Bis hin zum Sportmediziner, der sogar im MMA-Business tätig ist. Ja. Unterschiedliche Zweige, die einen einfach nur Spaß machen. Und eine Erfüllung mit sich bringen halt. Ne? Wolltest du als Kind schon Arzt werden? Tatsächlich nicht, muss ich sagen. Also das ist so eine Liebe, die sich entwickelt hat bei mir. Also mein Opa war in einem Dorf bei uns in Griechenland immer so der Heilpraktiker, der hat irgendwie alle ein bisschen eingerenkt. Das hat mich so ein bisschen beeinflusst, ja, dass ich so ein bisschen in den Fußstapfen treten wollte. Aber das hat sich so ab dem 16., 17. Lebensjahr entwickelt, muss ich sagen. Davor hatte ich andere Interessen gehabt. Aber die Neigung zu den Naturwissenschaften war schon da. Also Biologie, Chemie und sowas habe ich schon, das hat mir Spaß gemacht immer. Habe ich einen Bio-Leistungskurs gehabt im Abi. Jedenfalls, das war wirklich eine Liebe, die sich wirklich nicht auf den ersten Blick, die sich so wirklich entwickelt hat. Und irgendwann mal will man die nicht mehr missen, ne, tatsächlich. Glaube ich dir sofort, auf jeden Fall, ja. Also das ist einfach was, ich glaube, das gibt einem wahnsinnig viel, ne, wenn man halt so ein greifbares Ergebnis hat, wie man jemandem helfen konnte. Ja, das ist das Schöne, auch das Schöne in der Schule, weil du gefragt hast, wie die Leute später, was sie studieren werden und welche Fachrichtung die anstreben. Das Gute in einem chirurgischen Fach ist, du hast halt diese Befriedigung, die hat der Internist halt nicht. Der Internist kommt ja, ich habe Migräne immer wieder, dann gibt es ein Pillchen und dann geht er wieder nach Hause und man hofft, dass es hilft. Beim Chirurgen, ja, ich habe einen gebrochenen Finger, du reparierst das, da ist das Ergebnis, du hast direkt ein positives Feedback. Das ist natürlich ein maximale Befriedigung für dich selber. Also, das geht's gar nicht. Ne? Was ist dir bei deinen Patienten und auch bei deinen Kollegen hier im Haus wichtig? Vertrauen im Endeffekt. Vertrauen, Respekt vor allen Dingen. Ja. Respekt nicht nur einseitig, gegenseitig, muss immer da sein. Als Menschen immer jemanden respektieren. Ich habe halt hier, das ist auch das Schöne in diesem Beruf, du hast ja alle Sparten der Gesellschaft, vom Hartz-IV-Empfänger bis zum Top-Manager, vom Fußballspieler bis zum MMA-Kämpfer, vom Fußballstar bis zur Oma, die 80 Jahre alt ist. Man muss immer die Leute mit Respekt begegnen. Ja. Ja. Und, es gibt halt Menschen, die erwidern das halt nicht. Und wenn man das merkt, dann werde ich auch schon ein bisschen pumpig, muss ich sagen. Also wenn man das nicht, ich erwarte nicht, dass jemand der Höflichste zu mir ist, klar, weil Menschen, wenn die zum Arzt gehen, haben die ja meistens ein Problem. Und
Das heißt, die reagieren sehr emotional, ja, und auch nicht wie immer, wie die jeden Tag agieren würden. Das ist mir schon bewusst. Aber manche haben halt, überschreiten so eine Grenze, wo du sagst, okay, muss jetzt nicht sein. Ja, also Respekt, Vertrauen ist da. Also dass man sagt, dass man das, dass es auch umgesetzt wird, das nennt sich Compliance bei den Patienten, auch, dass sie wirklich das auch durchführen, was du denn sagst. Und mir ist wichtig, dass halt manchmal in jeder Sparte des Lebens passiert sowas, aber manchmal ist es richtig, trotzdem stimmt das Ergebnis nicht. Man operiert zum Beispiel perfekt, trotzdem halt die Wunde nicht zu, als Beispiel. Oha. Ja. So gibt es manche Fälle. Ja. Es wichtig ist, dass man jetzt nicht direkt zum anderen hingeht und sagt, ja, da habe ich schlecht operiert und dann wandere ich zum nächsten Arzt, als Beispiel. Ja. Also Probleme, Komplikationen können immer entstehen. Immer wenn man sowas hört draußen, wenn du zum Arzt gehst und sagt, der sagt zu dir, ich habe nie Komplikationen, bei mir ist alles immer perfekt, ich habe nie einen Fehler gemacht, der lügt gedruckt, wie gedruckt. Immer. Es gibt keinen, wo es keine Komplikationen und Fehler gibt. Das gibt es nicht einfach. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Das kann immer passieren. Halt diesen Menschen nicht, lass nicht allein stehen. Das ist das Entscheidende. Man muss halt ihn mitnehmen und helfen und irgendwie, auch wenn das Ergebnis dann nicht stimmt, ist er immer noch dankbar, weil du dich darum zumindest kümmerst und dich alleine stehen lässt. Das ist das Entscheidende. Deswegen, das muss da sein, Vertrauen muss da sein und die Chemie muss stimmen. Das ist natürlich, nicht mit jedem kann die Chemie immer stimmen im Leben, aber wenn jemand ein sympathisch noch rüberkommt, dann macht es noch mehr Spaß, den Beruf auszuüben, einfach jeden Tag, ne, muss man sagen. Du hast ja mittlerweile ein ganzes Who is Who an Patienten. Also du hast angesprochen, du hast Leute aus allen Gesellschaftsschichten, aber du hast es auch ziemlich geschickt gemacht, dir, glaube ich, so ein bisschen einen Namen zu machen, gerade was den MMA-Sport angeht. Du hast so ein ganzes Who is Who an Celebrities, Influencern. Wie kam das zustande? Das kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Tatsächlich hat das angefangen, wir haben die Praxis damals früher eröffnet hier und ich, der Zufall im Leben, das ist auch Glück, man muss auch manchmal Glück haben im Leben. Ja. Ich war mit dem, von einem MMA-Verein hier in Düsseldorf, das UFD-Gym, da sind die zwei Jungs, die das besitzen, der Tomislav und der Ivan Iljakovic, mit dem Tomislav war ich zusammen in der Schule. Ah, okay. Wir haben die Schulbank gedrückt. Und dafür kennen wir uns aus der Schulezeit damals. Und unabhängig voneinander, wir haben es halt verloren. Und der hat irgendwie erfahren, dass ich entsprechend niedergelassener Arzt bin. Und hat halt jemand gehabt, einen Kämpfer, der ein Problem hatte, der damals Hilfe benötigte. Das war der Roberto Soldic. Uff. Ja. Der war damals frisch operiert worden hier in der Uni Düsseldorf. Und die brauchten halt jemanden, der die Nachbetreuung übernimmt. Und dann wussten nicht, wo die hingehen sollten. Da kam der halt zu mir. Und ich dachte, oh Gott, was ist das denn jetzt, ein MMA-Kämpfer? Ich habe selber schon Neigung immer zum Kampfsport gehabt. Ich liebe Kampfsport und zwar, ich bin halt die Generation Van Damme, also Bloodsport hat mich geprägt. Ja. Oh, wow, also Komitee, okay. Ist für mich, ja, das so, ja, da, als Kind wollte ich Van Damme sein. Ja. Ja. Und dieses Ereignis, dass verschiedene Kampfdisziplinen zueinander treffen, das hat mich beeindruckt damals, ja. Das hat mich echt geprägt. Deswegen kam die Neigung zum Kampfsport und ich habe dann selber auch ein bisschen 5 Jahre Kampfsport gemacht, Kung Fu und Thai Boxen. Okay. Aber irgendwann mit dem Studium muss ich sein lassen, weil einfach die Zeit nicht mehr da war. Ja, dann Cut, Facharztzeit, bla bla bla. Und irgendwann kam halt der Tommy mit dem Roberto. Trotzdem, ich kann das dann vom Fernsehen ein bisschen UFC, aber ich dachte schon, das sind irgendwelche aggressiven Menschen, die da aufeinander drauf gehen halt. Ne? Das Standard-Klischee. Was mich erwartet. Ja. Ne? Dann komme ich in das Zimmer rein, dann kommt der Roberto und dann umarmt er mich zum irgendwie. Ich dachte, was ist das denn? Ich wollte das nicht glauben. Also, dann sehe ich auf einmal so einen herzlich guten Menschen, der so freundlich einen rübersteht und sowas von diszipliniert und so höflich ist. Viel kann ich anderen eine Scheibe abschneiden von. Ja. Das hat man dann wirklich meine Sichtweise verändert zum Sport, den Sport an. Natürlich habe ich dann mit der Zeit die Leute, die Jungs kennengelernt, dass der eine, dann kam der zweite, dann der dritte und irgendwann kam die ganze UFD-Gym hier hin. Und da habe ich halt gesehen, dass das sind wirklich disziplinierte Menschen, die echt hart für ihre Ziele trainieren und arbeiten und kämpfen und oft wenig Beachtung finden in der Gesellschaft, teilweise auch in der Medizingesellschaft. Die gehen oft zu Ärzten, die sagen, ja, hör auf von dem Scheiß, ja, und die verstehen das gar nicht, was dahinter steht für diese Jungs. Mhm. Und wenn man Fußballspiele sieht, dass die sofort bei jedem kleinsten Umknickunfall sofort ein Arzt reinrennt, wenn ein Fußballspieler da heulend da Purzelbäume schlägt, ja, gibt es das in dem MMA nicht? Das gab es nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist zu schade einfach, dass er kein Arzt ist, der wirklich eine Mannschaft da betreut. Und da habe ich denen noch angeboten, eben das komplett zu übernehmen, als Mannschaftsarzt zu fungieren vom UFD-Gym. Und so hat sich das entwickelt damals. Und das haben wir dann offiziell gemacht. In dem Zuge gab es verschiedene Veranstaltungen, die dann stattgefunden haben. Das die EMC, von, die veranstaltet haben, die European MMA Championship. Dann wurde ich auch gefragt, also war ich halt anwesend, habe das mitgeschaut, auch so in die Kämpfe und das erste Mal war ich noch nicht als Ringarzt dabei, aber ich habe es halt gesehen, welche Ärzte da waren und wie die Leute betreut haben. Und das war damals, nicht vergessen, da war ein Urologe, Assistenzarzt in Urologie, hat dann das MMA-Event begleitet.
Schwierig. Das heißt jetzt nicht, dass ein Urologe sowas nicht machen kann. Mhm. Damals war ich aber noch nicht auf dem Kenntnisstand von heute. Man kann das ja lernen. Nur man muss das beigebracht bekommen von jemandem, der erfahrener ist und die zumindest in dieser Gruppe tätig ist, diese Behandlungsfelder. Ja. Ein Urologe hat eher weniger mit Brüchen zu tun als jetzt ein Unfallchirurg, so meine ich das. Also jemand, der jetzt im Krankenhaus gearbeitet hat, jahrelang, kann eher mit einem Cut umgehen oder mit einer rausgekugelten Schulter als ein Urologe halt. Ne? Ja, und in dem Zuge kam eben die Idee, dass ich dann die Events halt betreue, medizinisch, und das ist dann gewachsen. Irgendwann habe ich die Kollegen dazu gezogen hier von meinen Praxen, die Interesse daran hatten. Dann haben wir ein Team mittlerweile aufgebaut von 4, 5 Ärzten, die ich dann ausgebildet habe. Wir waren wirklich bei einem Event und habe ich gesagt, so, jetzt gehst du mal rein die erste Runde, jetzt guckst du, ob alles okay ist, jetzt kommst du wieder raus, damit du das Gefühl bekommst für den Ring und so weiter. Und peu à peu die Regeln immer dabei gestanden und die angeleitet, so ausgebildet, sage ich mal. Ja, und irgendwann mal kamen die Bekanntschaften, die von den Ringärzten, nicht von den Ringen, von den Schiedsrichtern auch, von der GEMAF, und irgendwann kam der Kontakt zum Octagon, der haben offiziell dann angefragt, und dann haben wir das erste Event begleitet und wir waren sehr zufrieden mit uns, und entsprechend haben wir uns dann langsam etabliert, und bei jeder MMA-Veranstaltung in Deutschland mittlerweile fragen die mich immer an, offiziell, und die nächsten 3 Termine stehen schon fest. Dann ist schon geklärt, dass wir natürlich wieder dabei sind. Sehr gut, das freut mich. Nicht nur ich alleine, sondern mit meiner Crew hier. Und da freuen wir uns mega drauf. Ja. Freue ich mich auch schon drauf. Aber da hast du sicherlich auch schon einige krasse Sachen gesehen als Ringarzt im Kampfsport, oder? Oh, ja, ja, das ist natürlich. Gib uns mal einen kurzen Abriss, nimm uns da mal so ein bisschen mit. Von Cuts im Gesicht, von hängenden Augenlidern. Hängende Augenlider, also so krasse. Also Cut, der hier, ich muss auch teilweise Kämpfe abbrechen, weil sobald ein Cut tiefer geht, ne, Richtung Augenlid, und wo das gefährdet ist, dass das Augenlid abfällt, dann muss der Kampf abbrechen. Boah. Wenn der Cut weiter oben ist in dem Bereich, wo keine Arterie oder Vene ist, die gefährdet sein könnte, dann kann man weiterkämpfen lassen. Egal, wie stark das blutet, das ist nicht schlimm. Mhm. Aber sobald gefährliche Strukturen in der Nähe sind, dann muss man eher abbrechen. Okay. Gerissene Oberlippe, also längs, ja, auch schon erlebt. Einmal quasi Hasenscharte. Genau, Hasenscharte. Boah, ja, ist auch hart. Mit Landbrüche teilweise, die entstehen während des Kampfes, oft erlebt in der Pause, sage ich mal, in der Rundenpause, dass man hingeht und dann sagt, ja, ich glaube, ich habe mir die Hand gebrochen, habe ich kämpft trotzdem weiter. Das machen die, immer trainieren, auch merken die das natürlich nicht. Ja. Ne? Und dann kommt im Nachhinein, dass dann im Kampf ein Bruch stattgefunden hat, dann merken die das halt nicht. Aber sicherlich mit einer der krassesten, da gut, ich auch rausgekugelte Schultern im Ring, eingekugelt. Also eingerenkt, im Ring wieder eingerenkt? Also nicht eingerenkt, okay, eingerenkt. Ausgekugelt, eingerenkt, ja. Im Krass. Ring. Und auch einmal im Medical Checkpoint, da haben wir es auch einmal gemacht, mit dem Handtuch gehalten, reingezogen. Ja. Oha. Aber mit der spektakulärste war schon der Unterschenkelbruch in Oberhausen vom Neuen Oktagon. Das war auch eine krasse Situation, muss man sagen. Weil der Schiri kam auch mehrmals auf uns zu und machte, ja, kann er kämpfen, kann er nicht kämpfen. Und wir waren unschlüssig und so auf Messerschneide stand es halt, weil der echt viel kassiert hat damals. Und der hat so die Hucke voll bekommen. Ohne Scheiß. Also ich habe echt gedacht, irgendwie muss das aufhören. Aber der wollte nicht aufgeben, per se. Ja. Der wollte nicht aufgeben. Der war im Klaren im Kopf noch. Der konnte beantworten. Der wusste, wo der ist. Der war jetzt nicht im stehenden K.O.-Modus, dass der nicht richtig reagiert hätte. Wir haben echt zigmal nachgefragt bei jeder Runde. Weißt du, wo du bist? Willst du wirklich weiterkämpfen? Bist du nicht zu müde? Geht das nicht? Geht das wirklich weiter? Nein, lass mich auf jeden Fall kämpfen. Ich bin so weit gefahren, damit ich jetzt aufgebe und so Boah, weiter. Boah, das ist hart. Maximaler Siegeswillen. Und wir wollten das nicht nehmen einfach. Ne? Dass natürlich das dann passiert, heißt nicht, dass es eine Fehlentscheidung war, dass man den hätten früher rein rausnehmen sollen. Weil Klar. sowas passiert doch in der ersten Sekunde theoretisch. Ja. Das kann man nicht verhindern. Das ist Schienbein gegen Schienbein, Bruch. So. Ja. Das war jetzt nicht, dass der die Deckung runter hatte und dass der eine enorme Verletzung deswegen kassiert hat, weil der sich nicht mehr konzentrieren konnte oder weil der so im Stehen K.O. war. Der war Herr seine Sinnen tatsächlich gewesen noch. Ne? Krass. Aber dass wir natürlich den Bruch gesehen haben und der Trage den rausgeholt haben, das war schon gut. Also ich habe schon Schlimmeres erlebt, sage ich mal. Ja, aber im Ring, sage ich mal, ne? Sowas war schon eine der Highlights, sage ich mal, der negativen Highlights. Wir wünschen sowas niemandem. Wir hoffen, dass die Leute gesund sind und gesund bleiben während eines Kampfes. Weil man darf niemals vergessen, die Kämpfer, die kämpfen nicht, um jemanden zu verletzen, kämpfen immer, um jemanden zu besiegen. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen, am liebsten hat man eben ohne Verletzung diesen Sieg errungen, den anderen besiegt, aber hoffentlich verletzungsfrei. Aber es ist leider Teil des Geschäftes und das kann theoretisch passieren. Deswegen.
Klar, also der Schienbeinbruch, der war schon ganz besonders deftig auf jeden Fall. Ich krieg schon wieder Gänsehaut fast schon, wenn ich nur dran denke, weil dieses Schnalzen, wie dieses Krachen durch die Halle röhrt, das, oh fuck. Spektakuläre Szene, wenn man natürlich jung wird, als er natürlich damals im Stehen da, wo wir dachten, K.O., der sich da aufgerappelt hat, war mega. Also der hatte auch einen Riesen-Cut auf der Stirn, ne? Hast du da auch irgendwie gedacht, das wäre vielleicht bedenklich? Oder? Nö, deswegen, das Riesen-Cut, deswegen, das habe ich angesehen, auf jeden Fall während des Kampfes. Und das war, da war keine arterielle Blutung da, war auch groß, sah nicht so groß aus, aber das war nur eine blutende Wunde im Endeffekt, die nicht gefährlich war. Okay. Und man sah auch, der konnte auch zu Ende weiterkämpfen. Ich habe das entschieden, dass er weiterkämpfen konnte, das war kein Problem gewesen. Danach habe ich natürlich zusammengenäht alles, war ein bisschen Arbeit, aber gut, gehört dazu. Ja. Du operierst ja auch einige Leute und das ist, glaube ich, nochmal so eine ganz spezielle oder krasse Verantwortung, weil du hast die Gesundheit von einem Menschen da quasi in der Erweiterung deiner Finger. Ja, ja. Was ist das für ein Gefühl und hat sich das vielleicht von deiner Anfangszeit zu deiner jetzigen Erfahrung auch irgendwie geändert? Was ist das für ein Gefühl, wenn man einen Menschen operiert? Also es ist immer eine Spannung, also immer was Aufregendes, wenn man den Mund aufschneidet, ja, gar keine Frage. Aber wie es immer so im Leben ist, wenn du das irgendwie, ich habe gestern nachgezählt, ich bin schon 19 Jahre im Job mittlerweile. Ach krass. 19 Jahre. Wenn man sowas mitmacht, dann ist es halt nicht mehr diese Aufregung, die man am Anfang hatte. Das ist schon eine gewisse Routine, ist doch gut so. Ja, damit man, wenn man eine gewisse Kaltschnäuzigkeit dann irgendwann mal an den Tag legt, man kann dann nicht so einfach aus der Ruhe gebracht werden. Man weiß ganz genau, dass man oft improvisieren muss während einer Operation. Kann immer was passieren, aber man ist darauf eingestellt. Ja? Und sobald diese Klebetücher um einen Teil, einen Körperteil des Menschen dran sind, vergesse ich den Rest, muss ich sagen. Also krass. Man merkt nicht, dass ein Mensch da ist. Man sieht nur dieses Teil, das ist kaputt, das muss ich irgendwie zusammen reparieren und dann ist auch gut. Ja? Deswegen, das ist so ein, ich habe es für mich so angeeignet. Manche können das nicht, manche sehen nur eine Nadel oder Blut, dann kippen die um. Ja, bei mir, man muss halt dafür geschaffen sein. Also manche können das, manche halt nicht. Und das liegt bei mir auf jeden Fall. Es macht mir Spaß. Ich bin mittlerweile so, habe ich mich auf gewisse Teile beschränkt, weil ich jetzt niedergelassener Arzt bin. Ich operiere nicht mehr im Krankenhaus stationär, sondern ambulant. Und ambulant habe ich mich fokussiert auf die endoskopische OPs, auf Schultergelenke, Kniegelenke, auf Meniskusoperationen oder Sehnenrisse an der Schulter. Aber auch kleine Brüche an den Fingern, die man eben ambulant gut bewältigen kann. Und sowie auch hier in der Praxis Schwerpunkt eben viele Injektionen bei der Wirbelsäule, bei Bandscheibenvorfällen. Und da halt von der Brustlendenwirbelsäule haben schon viele Problemchen damit, auch viele Kämpfer. Und die wollen natürlich schnell wieder zum Training zurückkehren. Ja, und dann führt man so Injektionen durch an den Wirbelsäulen, bei Bandscheibenvorfällen, bei der Hexenschuss, der klassische Hexenschuss. Ah, okay. Ne, da kann man schnell behandeln, damit die schnell wieder zurückkehren. Ne. Das heißt, das sind so deine Hauptaufgabengebiete momentan. Genau. Lange Zeit warst du Oberarzt hier in Düsseldorf und jetzt kennen wir so dein, sag ich jetzt mal, dein Tagesgeschäft, auch das, was nach außen hin so sichtbar ist. Ja. Was sind denn so typische Aufgaben, die du hast, die man aber vielleicht nach außen hin gar nicht unbedingt sieht? Wir haben es ja vorhin auch angesprochen, du bist jetzt nicht mehr Arzt, sondern auch Arzt und Unternehmer. Was hat sich da für dich geändert? Es macht natürlich immer Spaß, sich irgendwie neu zu erfinden im Leben immer. Also das war so nach den langjährigen Erfahrungen im Krankenhaus ist natürlich was Schönes, was Spannendes, was Neues zu wagen auch. Und dazu gehört eben das selbstständige Dasein. Und das kann man halt vorher nicht, wenn man ein Leben lang mal angestellt war, hat man eine ganz andere Denkweise, was Ansichten, also auch Ansichten in gewisse Prozesse, sage ich mal. Und dass man reift, man entwickelt sich natürlich, man wird nicht als Selbstständiger geboren, man muss sich auch entwickeln, oder als Geschäftsmann, muss man sagen. Und das ist aber dieses Kreative, was dahinter steckt, das macht so viel Spaß, wirklich. Das ist, dass man einfach selber sagen kann, ich mache es für mich und ich mache es so, wie ich es will. Ja? Mhm. Und man schafft etwas für sich und nicht für jemanden, der dich immer peitscht und der irgendein Lob von einem drüberliegenden Schulterklopfer kriegt, der bravo, gut gemacht, sondern für dich selber im Endeffekt. Und das macht Spaß, dich zu entfalten in zig Gestaltungsmöglichkeiten. Natürlich hängt damit zusammen ein großes Maß an Verantwortung, darf man nicht vergessen. Wir sind jetzt schon ein Unternehmen, es sind fast um die 40 Mitarbeiter, die bei uns sind. Oh. Ja, 45 was Mitarbeiter und da sind viele Existenzen, die dahinter stecken. Man muss schon das Geschäft am Laufen halten, auch damit auch die Gehälter bezahlt werden können. Ne?
Das sind riesen Verwaltungsapparate, der dahinter steckt. Und das sieht man natürlich nicht. Man sieht immer die Spitze des Eisberges, das rausragt, was drunter hängt, was man, ob man sonntagsabends telefonieren muss oder damit man ein Meeting vereinbart oder irgendwelche Kennzahlen überprüfen muss am Samstagabend, wo andere feiern gehen. Das sieht man natürlich nicht. Ne? Gibt es da viel, was du an andere outsourcen kannst, irgendwie an Anwalt, Steuerberater und so weiter? Ja, oder machst du das größtenteils selber? Nee, also man muss, man muss schon viel, man kann viel outsourcen auf jeden Fall. Das kostet natürlich auch was, das musst du bezahlen, darf man nicht vergessen. Aber es ist, gut, das ist ein Entwicklungsprozess. Man kann nicht von vorne, von A sagen, okay, ich habe alles perfekt organisiert und das läuft alles. Ja, ich komme rein, ich muss nichts machen. Am Anfang ist man noch schon so weit, dass man für alles verantwortlich ist, ja, dass der PC läuft, bis zum Klopapier das fehlt, ja, in Anführungsstrichen. Man muss sich ein bisschen um alles kümmern. Und irgendwann mit der Zeit reift auch das Personal und die Struktur und dann kann man Sachen noch abgeben. Und ja, das funktioniert sehr gut auf jeden Fall. Aber da ist natürlich viel Arbeit dahinter. Viel, viel Arbeit, viele Stunden, viele Tage, wo ich bis um 8, 9 Uhr abends hier in der Praxis noch gesessen habe, wo viele schon zu Hause waren halt. Und das gehört dazu. Ja, ja klar. Also ich glaube, da wird es einem so schnell nicht langweilig. Und momentan sind ja auch so Themen wie zum einen Fachkräftemangel, natürlich omnipräsent, branchenübergreifend. Und das andere Thema, was jetzt auch, glaube ich, bei Medizinern immer mehr Einzug findet, ist auch das Thema KI, gerade im Bereich der Medizintechnik. Ja. Was merkst du von Fachkräftemangel und KI und was könnte das für die Zukunft für Einflüsse für dich haben? Also ich liebe Entwicklung einfach. Ne? Und also ich bin auch so ein Spielkind, also ich habe halt die neuesten Gimmicks, sage ich mal, ich liebe das. Und KI habe ich sofort mitbekommen, als ich schon draußen war. Ja. Mega spannend. Das ist für mich eine Revolution eigentlich, was das Internet angeht, die viele am Anfang nicht gar nicht mitbekommen haben, aber das wird unsere Zukunft entscheidend ändern, glaube ich. Auch in der Medizin auf jeden Fall, das hat schon Einzug gehalten und eher in den diagnostischen Bereichen, das heißt, Mitarbeiter bieten viele radiologische Institute, die Bildgebung durchführen, ein Tool an, dass man diese KI benutzen kann, die Bilder überprüft. Ja. Du machst ein MRT von der Schulter, der Radiologe guckt sich das an, alles klar, macht einen Bericht fertig, aber man kann dazu buchen, dass die KI sich das einmal angucken kann. Und der fällt manchmal Sachen auf, die dem normalen Menschen nicht auffallen würden. Mhm. Weil jeder Mensch, wir sind Menschen, wir machen Fehler halt. Und die KI kann das eventuell ausschließen. Und das ist schon eine tolle Sache, muss man sagen. Jetzt, ob es jetzt Einzug erhalten wird in den Praxen, sage ich mal, wo das Mensch-zu-Mensch-Verhältnis da sein muss, weiß ich noch nicht, muss ich gestehen. Also es wird ein Tool sein, was man als Hilfestellung nehmen kann. Aber ich denke schon, wenn jemand ein Mensch vor sich hat, dass man besser kommunizieren kann, dass man besser seinen Schmerz ausdrücken kann. Ja. So, ich bin ja Grieche selber, also ursprünglich. Und ich habe viele Griechen, die kommen aus ganz Deutschland zu mir, von Köln bis Holland, von Bremerhaven bis Dortmund. Krass. Ja, ja. Ich war ein Pärchen aus Bremerhaven, fast 600 Kilometer von hier entfernt, waren hier. Da habe ich gesagt, Jungs, gibt es da oben keinen? Also, kein Orthopäden, ja, aber wir haben keinen Griechen gefunden. Wir müssen uns in Griechisch reden mit ihnen. Nur um diese sprechen zu können, kommen die halt nehmen diesen riesen Weg in Kauf, ne, damit sie sich ausdrücken können, weil die fühlen sich einfach besser verstanden. Mhm. Das geht in jeder ethnischen Gruppe so. Ob es die Türken sind oder die Griechen oder die Italiener, die tendieren immer zu den Landsmännern in Anführungsstrichen, weil sie sich besser verstanden fühlen. Ob das jetzt aber mit der KI klappen wird, das weiß ich nicht. Halt. Ob man sich mit der KI verstanden fühlen wird, sage ich mal, in welcher Art und Weise das dastehen kann. Keine Ahnung, ob das ein Roboter ist mit einem Gesicht, der zu dir spricht. Ich weiß es nicht. Ich werde mich überraschen lassen. Auf jeden Fall, Fachkräftemangel ist bei uns auf jeden Fall auch da. Man merkt das, man spürt das. Vor allem, es ist nicht nur, dass man kein Personal findet. Auch wenn man was findet, Personal, das Mindset ist anders als früher. Halt, ne? Wenn man halt, inwiefern? Ja, die Leute, es gibt ein schönes Zitat vom Apache, habe ich mal so ein Lied gehört, so zufällig war, alle wollen was sein, aber nichts werden. Mhm. Ja, die wollen schon fertige Produkte sein, die das Gehalt bekommen, was sie auf Instagram sehen, bei anderen Profilen von Millionären, sage ich mal. Diesen Prozess dahin zu kommen, von A bis Z, das wollen die wenigstens mitmachen. Wenn die auf Widerstand stößen, weil das zu anstrengend ist, brechen die lieber ab und fangen was Neues an. Die ziehen das nicht durch. Oft erlebt, dass Leute angefangen haben, hier nach zwei, drei Wochen den Stress nicht mehr antun wollen, sage ich mal, und das abbrechen. Mangelnder Wille, diese Willenskraft fehlt mir. An dieser Generation, natürlich nicht bei jedem, aber man sieht das schon oft. Und das ist schade, weil dieser Werdegang, man entwickelt sich ja zu etwas. Man ist ja nicht von heute auf morgen dieser
Arzt oder diese Krankenschwester oder dieser MMA-Kämpfer. Wenn man nicht jeden Tag trainieren würde, wird man gar nicht dazu kommen. Aber viele verwechseln das und sind zu faul oder die haben zu viele Möglichkeiten, eben woanders auszuweichen, anstatt sich dem Problem zu stellen. Oft werden andere für ihre Fehler schuldig gemacht. Ja, der war zu scheiße zu mir oder das war zu wenig Gehalt und irgendwas anderes stimmt ja nicht. Jedenfalls die Selbstreflexion fehlt da auch sehr oft. Und das vermisse ich an diesen jüngeren, sage ich mal, Mitarbeitern, okay, die da ist. Ne? So viel dazu. Hast du denn Tipps für Leute, die sagen, sie hätten richtig Lust, Ärzte zu werden, sind aber vielleicht noch ein bisschen unentschlossen? Du hast eingangs schon gesagt, was für seelische Benefits dir dein Beruf gibt. Jetzt hast du mal die Möglichkeit, wirklich unverfälscht für junge Leute zu sagen, was es wirklich braucht, um ein guter Arzt zu sein. Und was sind deine Tipps für junge Leute, die sich genau dafür interessieren? Man muss gut in der Schule sein. Man braucht einen guten Notendurchschnitt, um aufgenommen werden in einer Universität. Man muss fleißig sein, diszipliniert. Man muss nicht unbedingt der Schlauste sein, also nicht Angst haben. Also wirklich, man muss halt viel auswendig lernen in Anatomie und diese ganzen Sachen. Man muss halt viel erstmal auswendig lernen, das gehört einfach dazu. Und das Anwenden ist ein anderes Thema später. Wobei viele auch vergessen, das Menschliche zu erlernen, also die Kommunikation mit den Menschen zu erlernen. Es gibt viele steife Ärzte, die man kennt, so, wo man die Unnahbaren sind. Und das hat schon damit zu tun, dass sie auch im Studium das nicht erzogen worden oder nicht beigebracht worden ist. Dass man menschlich rüberkommt, menschlich ein Gespräch aufsucht oder anfängt mit einem Patienten, schauen, dass die Chemie stimmt, dass man ein bisschen abholt und mitnimmt. Die sagen, ja, ich bin der Arzt, der will ja was von mir, wie soll ich ihm was erklären? Ja? Also man muss schon so dieses Gefühl schaffen, diese Chemie, die muss stimmen, dieses Zwischenmenschliche. Ne? Und fleißig sein, Ziele verfolgen, durchziehen, egal was es kostet, nicht aufgeben, auch wenn man Rückschläge hat. Ja, und entscheiden halt, welche Fachrichtung man tendiert, das lernt man am Studium und dann die Assistenzzeit überstehen, dich durchboxen, hartnäckig bleiben, machen, machen, machen und irgendwann hat man einen Facharzttitel und dann kann man sich entscheiden, eben, ob man im Krankenhaus bleiben möchte, ob als Teilzeitangestellter, also das ist auf jeden Fall trotzdem auch mit Familie vereinbar heutzutage, auch Arzt zu sein, auch für die Mädels da draußen. Das gibt das nicht auf, weil er denkt, dass das irgendwie mit der Familie nicht vereinbar wäre. Es gibt viele Modelle mittlerweile. Es ist zwar hart, aber es gibt viele Modelle. Ne? Ja, und dann kann man vom Angestellten sein, vom die Krankenhauskarriere durchlaufen bis zum Chefarzt. Oder eben sich niederlassen und selbstständig werden und die Entfaltungsmöglichkeiten sind dann unendlich. Ja. Ob man jetzt eine Spezialisierung auf Blutegel macht, die man dran setzt oder Akupunktur macht oder hier mit einem Pendel irgendwo was anspricht, ist mir völlig wurscht. Ja. Jeder soll glücklich sein. Hauptsache es macht einen Spaß. Das ist das Wichtigste von allen. Dass dieser Beruf Spaß macht, das geht für jede Branche. Es wird auch harte Zeiten geben, wo man echt viele Sachen aufgeben muss, verglichen zu anderen in der gleichen Altersklasse. Wie das Feiern gehen, das Urlaub, Party machen und so weiter. Man hat halt weniger Zeit, wenn man in diesem Beruf ist, in der ersten Zeit. Aber dafür lohnt sich das danach. Ja. Gab es in der Zeit, wo du das noch nicht hattest, wo du noch vielleicht im Studium warst oder deinen Facharzt gemacht hast, gab es auch mal eine Zeit oder einen Moment, wo du gedacht hast, boah, fuck, ich glaube, ich pack das nicht? Im Studium war das so. Ja? Das war so eine Phase, dass man hat diese Staatsexamen ja damals gehabt, so wie so Zwischenprüfungen. Ja. Da gab es die härteste von allen, die habe ich das erste Mal nicht bestanden. So. Das war nach 2 Jahren, diese harte Prüfung. Und als ich dann das zweite Mal da angetreten bin, da war ich schon bange, weil ich wusste, man hat nur 3 Chancen, die zu bestehen. Wenn du das dritte Mal durchfällst, kannst du nicht mal Medizin studieren. Auch wenn du da drin warst, du warst damals zumindest. Und da war schon flatterig. Also wenn du weißt, okay, wenn du das jetzt nicht hinkriegst und dann nochmal antreten musst, das ist schon hart. Ja. Ansonsten, aufgeben wollte ich niemals. Also das war nie das Thema. Also wenn überhaupt nur in manchen Situationen, in manchen Abteilungen war es halt härter als bei anderen, dann habe ich eher gewechselt die Abteilung, als jetzt einen Beruf aufzugeben. Ne? Ja. Insofern habe ich durchgezogen. Ich bin so ein Typ, der das durchzieht. Mit deiner Erfahrung, die du im Bereich Kampfsport und Unfallchirurgie hast, das ist mein Thema gewesen, weshalb ich ja mit Kampfsport aufgehört habe, war eine Kopfverletzung, so postkommotionales Syndrom. Ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht, mal so eine gebrochene Hand, die heilt wieder, aber wenn die Synapsen am Kopf mal durch sind, dann kommen die halt auch so schnell nicht mehr wieder. Ne?
Vielleicht hast du mal noch ein paar Tipps für die Kampfsportler, die eine lange und starke Karriere haben wollen und die halt nicht mit 50 Alzheimer kriegen möchten. Ja. Was die aktiv oder auch passiv tun können, um einfach ihre Gehirngesundheit zu bewahren, bestmöglich, wie das in dem Sport halt geht. Ja, das ist halt ein schwieriges Thema, das kann man nicht so pauschal sagen. Also es ist diese CTE, diese chronisch traumatische Enzephalopathie, genau, das ist die, vom American Football ist das ja festgestellt worden am Anfang. Und das waren eben repetitive Schläge auf den Kopf. Der Kopf ist eher dafür gebaut, dass der vorne Schläge abfangen kann, aber diese seitlichen Treffer dafür sind halt nicht gemacht. Und innen drin wackelt das Gehirn und das kann eben zu Schädigungen führen, zu Einblutungen, die eben über Jahre lang, sagt man, wenn das immer wieder passiert, zu einer entsprechenden Atrophie des Gehirns führen kann, also eine Verkleinerung des Gehirns. Ja. Man hat diese Gehirne seziert irgendwann mal untersucht und da hat man tatsächlich ein gewisses Protein rausgefunden, das nennt sich Tau, dieses Protein, also Tau-Protein. Und das ist so ähnlich, so eine, das Krankheitsbild wie so Demenz-Alzheimer-Kranker, Parkinson, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Das Problem ist, man kann nicht sagen, dass der Kopfschutz einen schützt dafür. Das heißt, man kriegt den Schlag und trotzdem wackelt das Gehirn. Ja. Man kriegt zwar keinen Cut vom Kopfschutz, aber innen drin das Gehirn wird trotzdem wackeln. Und ob das 3 Schläge sind oder 103 Schläge sind, die das verursachen, kann man leider auch noch nicht sagen. Die Wissenschaft ist leider noch nicht so weit, um zu sagen, okay, das passiert erst nach 50 Schlägen oder nach 10 Jahren Boxen oder nach 3 Jahren Boxen oder nach einem Jahr Boxen. Manche kriegen das, manche einfach nicht. So, ob das eine genetische Veranlagung ist, das kann man jetzt nicht sagen, aber das weiß man einfach noch nicht. Zumindest, klar, versucht, die Schläge auf den Kopf abzufangen bzw. nicht zu erleben. Ja? Und wenn es geht, nur frontal und nicht von der Seite einfach. Wichtig ist, seid immer ehrlich, weil ich erlebe das oft bei den Check-ups, bei den Vorkämpfen, ob das jetzt in Polen war oder hier, überall schon erlebt. Die Leute kommen, auch wenn die einen Knockout hatten, ne, und Symptome aufweisen einer Gehirnerschüttung, die verbergen das, die erzählen das nicht. Und wenn der Ring das nicht weiß, dann kann es wirklich zu Problemen kommen. Ja. Weil wenn, es ist nachgewiesen, wenn eine kleinere Blutung entsteht im Gehirn, wenn man kurz daraufhin wieder eine Blutung entwickelt, dann ist es echt problematisch. Die erste ist auch nicht so schlimm, meistens. Aber man muss deswegen diese Karenz einhalten von 6 Monaten. Das ist ja vorgegeben vom Sportbund, auch im Boxsportverband, dass man diese Zeitraum einhalten soll, damit tatsächlich das Gehirn sich erholen kann. Danach kann man wieder trainieren. Aber in diesem Zeitraum muss man echt aufpassen. Okay. Viele verschleiern das, viele verheimlichen das, weil die auf die Gage nicht verzichten wollen. Das ist auch das, ich habe das dann kennengelernt mit der Zeit, wie ein Kampfsportler ticken. Das sind halt keine Fußballspieler, die angestellt sind im Fußballverein und wenn die krank sind, werden die trotzdem bezahlt. Wenn die verletzt sind, die Fußballspieler, die werden trotzdem bezahlt. Der MMA-Kämpfer wird nicht bezahlt. Der kriegt nur seine Gage im Kampf. Das heißt, viele wollen ihre Familie versorgen. Deswegen meinen die es auch nicht böse, wenn die das nicht zugeben. Ja. Viele sind auch das Geld angewiesen und dann nehmen die auch sowas in Kauf. Aber das kann echt nach hinten gehen, sowas. Deswegen lieber die Wahrheit sagen, Leute, ich hab Übelkeit entwickelt, Doppelbilder sehe ich, ich habe Kopfschmerzen. Vor einer Woche habe ich tatsächlich so einen Knockout gehabt. Lieber sagen, als unter diesen Umständen in einem Kampf teilzunehmen, auf jeden Fall. Ne? Alles andere ist Schicksal, muss ich sagen. Deswegen, ob du jetzt sowas entwickeln würdest, wenn du wieder einen Schlag bekommst, das kann man nicht sagen. Ja. Das kann man nicht. Aber die Frage ist dann, okay, darf ich überhaupt einen Sport machen? Ja. Darf ich Fußball spielen? Darf ich Kopfball schlagen beim Fußball? Darf ich irgendwo mitmachen, ob das Reiten ist oder was anderes? Deswegen, in meinen Augen sehe ich keinen großen Unterschied zu anderen Sportarten. Ja. Dann muss ich halt entscheiden, mache ich gar keinen Sport oder mache ich das halt. Ne? Okay. Deswegen. Ja, das ist spannend. Ja, das ist ein interessantes Thema auf jeden Fall. Ist krass. Also ich habe mich da auch so ein bisschen reingelesen, was ja einfach Gehirngesundheit, Neurogenese und so. Also wie, schon man wild, sagt ja. Auf jeden Fall nach einem K.O., was bringen soll, ist Kreatinin zu sich zu nehmen. Das hilft tatsächlich. Ja. Das ist das Einzige, aber was hilft. Also, ja. Kreatinin. Auch nach dem K.O., damit sich das Gehirn schneller erholt. Mhm. Aber wenn nicht, mehr nicht. Krass. Also kannst dich davor nicht schützen. Ob, wie gesagt, und du weißt das nicht, ob das, ja. Das ist halt unbekannt. Schwierige Sache. Das ist die Wissenschaft nicht dran. Wenn was Neues, wenn ich was Neues erfahre, sage ich es auf jeden Fall. Sehr gut. Alles klar. Sehr cool. Ja, deshalb stehst du heute dort, wo du bist. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns darauf, dich wieder bei Octagon zu sehen und dort die Gesundheit der Kämpfer zu prüfen. Denn auch dort, wenn es nicht so aussieht, die Gesundheit der Kämpfer steht an erster Stelle. Richtig. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit nimmst, nach einem langen und harten Arbeitstag noch mal
einen Einblick in dein Berufsleben zu geben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich hoffe, euch hat es auch allen Spaß gemacht, die zuhören und die vielleicht sogar mit dem Gedanken spielen, Arzt zu werden. Aber die letzten Worte gehören dir. Kannst auch gerne noch sagen, wo wir dich finden, Homepage, dein Social Media und so weiter. Und die letzten Grußworte gehören dir. So, dann an alle euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einen Einblick gewinnen in meinen Alltag, in meinen Dasein, sage ich mal. Wo ihr mich finden könnt, ich bin in Düsseldorf ansässig, auf der Grafenberger Allee. Die Praxis heißt DOS Orthopädie und Unfallchirurgie. Die www.dosorthopädieundunfallchirurgie ist die Internetseite. Da kann man auch Termine buchen oder Kontakt herstellen zu uns oder auch zu mir. Und über mein Instagram-Profil, soll ich das benennen? Wir verlinken es euch auf jeden Fall, wir blenden es euch gleich ein, genau. Wenn Fragen da sind, gerne an mich wenden. Und ob das jetzt ins Thema Medizinische geht oder eben in der Kampfsportbereich, also dann werde ich natürlich mein Bestes dazu geben, euch weiter zu helfen. Danke euch für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Und dir vielen Dank, dass du mich beehren konntest heute und sehr gerne. Eine Stunde auf mich gewartet hast, nach so einem arbeitsreichen Tag muss ich leider Überstunden schieben hier, weil zu viele Patienten noch da waren, deswegen hast du trotzdem mal brav auf mich gewartet, eine Stunde lang und trotzdem das Interview mit mir durchgezogen. Ja, sicher. Und da freue ich mich aufs Essen mit dir gleich jetzt. Yes. Dann hey, vielen Dank dir. Gerne.